Aber richtig feiern können auch die Herren, die jetzt bei mir sind. Ich begrüße ganz herzlich mit Tusch die Prinzengarde Köln. Ja, zu viert sind sie gekommen. Eigentlich wollten sie ein paar mehr sein. Aber immerhin, da sind Gert Wirtz, Jochen Scheler, der Joe Briem und der Markus Gottschalk. Herzlich willkommen. Lieber Jacht, der Präsident ist heute nicht mitgekommen. Ja, wir sind mehr Leute, als es scheint. Ne? Eigentlich sind wir sechs. Und der Präsident ist nicht dabei und der Kommandant ist nicht dabei. Der Karneval hat so seine Spuren bei uns hinterlassen. Unser Kommandant hat eine ganz dicke Backe. Der ist gestern am Kiefer operiert worden. Und er hat gesagt, ehe ich nur da stehe und nicht schwade kann, da komme ich lieber gar nicht, außerdem bin ich grün und blau im Gesicht. Das hätte dem Karl-Heinz auch wie getan, wenn er nichts hätte sagen können, wäre ein Idiot gewesen. Genau. Ja, und unser Präsident steht die Session sehr, sehr tapfer durch bei den Sitzungen, aber hat einen ganz schweren Krankheitsfall in der Familie. Und nutzt natürlich jede Gelegenheit, jede Minute, freie Minute da zu sein und seine Familie zu pflegen. Und ich finde, an dieser Stelle danken wir ihm sehr herzlich, dass er die Session mit uns und mit den, bei den Sitzungen so toll durchzieht. Und da sagen wir von dieser Stelle aus natürlich auch alles, alles Gute, gute Gesundheit an alle, die im Moment ein bisschen malat sind. Ja, kommen wir zur Prinzengarde. Ich freue mich, der Schatzmeister ist dabei. Den, ja, freue mich auch, dass ich hier bin. Nüssele ist ja immer so eine Geschichte, aber ich glaube, bei euch wirtschaftliche Lage im Moment sieht gut aus. Die sieht bei uns blendend aus. Wir haben 10 Sitzungen, die wir fahren. Und von den 10 Sitzungen haben wir 5 Punktsitzungen, die Herrensitzung, die Damensitzung, eine Kostümsitzung und noch 2 Feste in Weiß-Rot. Und wir können uns nicht beklagen, die Sitzungen sind voll. Fast also immer ausverkauft und das bringt natürlich Geld in die Kasse und natürlich auch, aber da kommt der Markus gleich wahrscheinlich zu, unser Ordenverkauf, auch der schlägt ganz gut zu Buche. Ja, da sind wir auch schon beim Orden. Markus, komm, nimm dir auch mal so ein Mikrofönchen. Der sieht in diesem Jahr ganz anders aus als bisherige Orden der Prinzenjahre. Vielleicht zeigen wir den auch mal in die Kamera. Ja, halten wir den mal so dahin. Genau. Und ich glaube, das neue Design ist auch so ein bisschen mit auf deinem Mist gewachsen. Ja, genau, das ist ganz richtig. Also die Prinzengarde hatte seit dem 75-jährigen Jubiläum 81 immer das Chorkreuz als Hauptelement im Orden. Und nachdem ich in den Vorstand gewählt worden bin im letzten Jahr, habe ich dann im Vorstand den Vorschlag gemacht, wir sollten noch mal was Neues machen, aber trotzdem schon etwas prunkvoll bleiben. Und ich bin im Archiv dann auf die Suche gegangen und habe dieses wunderschöne Goldrelief gefunden, was einen Reiter und einen Fußkorps Gardisten zeigt. Und dieses Relief, das wurde vor 30 Jahren als Ehrengabe an Gönner der Prinzengarde verliehen. Und wir haben es so jetzt geschafft, dieses Relief wiederzubeleben und in Form dieses herrlichen Ordens dann jetzt auf den Markt zu bringen. Also kaum bist du nicht mehr Prinzenführer, fängst du an, den ganzen Vorstand und den ganzen Verein umzumodeln. Also Prinzenführer war ich nie. Da wird der Rudi Schlott nachher ein bisschen böse, wenn wir so stehen lassen. Adjutant des Prinzen, alles zurück. Genau, aber ja, ich habe das ja 5 Jahre gemacht. War auch eine sehr schöne Aufgabe, aber jetzt im Vorstand der Prinzengarde macht es mir auch sehr viel Spaß. Ja, und man sieht, man kann jetzt gestalten, das macht auch sehr viel Spaß. Jochen, du bist ja irgendwie immer im Vorstand. Ne? Du bist ja der Mann für alle Fälle, der alles macht. Du hast es sich daran gewöhnt, dass in diesem Orden immer das Chorkreuz ist. Jetzt sag du doch mal, wie gefällt dir denn der neue Orden? Darfst du ganz ehrlich sagen? Der neue Orden gefällt mir besser als die anderen Orden. Die waren auch sehr schön und sehr mühevoll gemacht. Aber wir haben einfach mal neuer Vorstand, neuen Orden, neues Blickfeld. Und einfach, er ist einfach anders und ich finde das toll, was der Markus da kreiert hat. Jetzt zu dir. Du sagst ja selber von dir, du bist der Mann für alle Fälle. In welchen Fällen musstest du denn jetzt in dieser Session schon eingreifen? Sei es Geschenke für irgendwelche wichtigen Menschen auf der Bühne zu besorgen, du bist ja für alles zuständig. Ja, also ich arbeite sehr eng auch mit dem Schatzmeister zusammen, weil ich war ja 7 Jahre Schatzmeister und kann ihm vieles abnehmen an Arbeit und übernehme viele Vorstandsaufgaben. Und ich mache während der Session, gehe ich also hin und wenn die Künstler ihren Orden bekommen haben und kommen das nächste Mal und ich habe die ersten gehört, was die auf den Bühnen vorgetragen haben, dann suche ich mir irgendeinen Gag aus und wie letztes Jahr war es zum Beispiel mit dem Ketka, mit dem Blötschkopf. Mhm. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel den Blötschkopf mit seinen Pferden, habe ich besorgt, die schön dann auf die Bühne getragen mit Geräusch und mit Wiehern. Und er hat sich dann auch die beiden Pferde in die Arme genommen und hat sich dahin gekniet. Und dann haben wir den, hat die Prinzengarde den Guido Kanz zum Mitglied des 1. FC Kölns gemacht. Oh, und, den, freiwillig den hat er Paul ja auch.
ja, freiwilliger oder gezwungenermaßen, aber er hat sich riesig gefreut, der Guido auf der Bühne, und hat mich noch andere Tage angerufen und uns angerufen, hat gesagt, toll, was ihr da gemacht habt, und Guido ist auch, da bleibt auch weiter dabei. Und dem haben wir dann in der zweiten Sitzung, haben wir dem dann die Geschichte mit der Polizei, dann, die da nicht kam, haben wir ihm dann ein Bobbycar mit Blaulicht mit Polizei drauf, haben wir ihm dann rübergeschickt. Oder dem Bernd Stelter hat das FC-Trikot gekriegt, das dann 250 Euro gekostet hat, und 500 hat er dann bei der nächsten Sitzung den Ball gekriegt. Und dann haben wir ihm auch noch den Talar von den Kaplanen geschenkt. Auch noch. Und den hat er sich am liebsten übergezogen und war also auch happy. Also einfach, für alle Zuschauer müssen wir mal erklären, hier geht es immer um spezielle Dinge aus den Büttenredner dieser Herren. Ne? Also wenn Sie die noch nicht gehört haben sollten, spätestens bei den Fernsehsitzungen werden Sie die ja sehen. Und dann werden Sie verstehen, warum der Gag gelungen ist. Manche hat die ja noch nicht gehört in dieser Session. Und die Hühner kriegen jedes Jahr von uns ganz ausgefallene Hühner. Ganz ausgefallen. Also mal kriegen sie ganz schwere Bronzehühner. Dieses Jahr haben sie also erst zwei kleine Hühner in der ersten Sitzung gekriegt. Und in der nächsten Sitzung haben sie dann das Riesenhuhn gekriegt, das Urhornhuhn, ungefähr in der Größe und handgemalt in Metall. Und der Henny sagt, er will also noch mehr davon haben. Da habe ich gesagt, da musst du bis nächstes Jahr dann warten. Ne? Und dann kam der Goldbarren noch dazu. Wir haben den Leuten noch einen sogenannten Goldbarren übergeben. Und es war schön anzusehen, wie die Jungs das da mit zitternder Hand entgegengenommen haben. Herrlich. Ne? Mein lieber Gerd, du bist ja der Pressesprecher, deswegen darf man dich immer alles fragen. Du hast auf alles immer eine Antwort. Ich bin der Einzige, der mit der Presse sprechen darf eigentlich. Genau. Und so ein paar Gags kann man ja mit euch auch immer machen. Wir dürfen das Geheimnis ruhig schon mal verraten. Unser lieber Freund Stefan, deswegen ist er jetzt nicht hier. Der zieht gerade mit einem Prinzengarde-Uniform durch die Säle in der Equipe des Dreigestirns. So ist das. Der hat, ich glaube, da danke ich auch nochmal dem Festkomitee, dass die uns das auch erlaubt haben, dass wir zusammen diese Geschichte machen können. Und wie nennt er das ja immer? Der Stefan ist ja ein Freund des Embedded Journalism. Ne? Ja, er wollte also mal eingebettet in den Karneval. Eingebettet in den Karneval. Und der wird heute, glaube ich, so eingebettet, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil was er nicht weiß, ist, dass die neuen Prinzengardisten bei der Prinzenwache ja immer getauft werden. Oh. Und ob der noch die Zunge so locker hat heute Abend, wie er die Nons immer locker hat, das bin ich noch nicht so ganz sicher. Ach, lebe Stefan, ich freue mich, dass du das gemacht hast, aber ich lasse mir dafür nächstes Jahr auch was einfallen.